Hallo zu Leute heute. Für Helene Fischer sollte es die erste Tournee seit 5 Jahren sein. Tourauftakt heute Abend. Aber daraus wird nichts. Sie hat sich an den Rippen verletzt. Das hat sie selbst über Instagram bekannt gegeben, über die genauen Umstände aber nichts verraten. Es gibt ja einige Menschen, die 3-mal in ihrem Leben heiraten. Aber 3-mal dieselbe Person zu heiraten, das schaffen nicht viele. Unser früherer Bundespräsident Christian Wulff und seine Bettina haben es wieder getan. Und dieses Mal soll es natürlich für immer sein. Und noch eine Premiere. Hugh Grant hat in Berlin seinen neuen Film vorgestellt. Und es war gar kein grantiger Grant wie auf dem Oscar-Teppich. Aber vermutlich hat sich in Berlin niemand getraut, ihn auf sein Outfit anzusprechen. In Stralsund entstehen neue Folgen der ZDF-Krimireihe. Und zum ersten Mal ist die neue Hauptdarstellerin Sophie Pfennigsdorf dabei. Wir stellen sie Ihnen vor in wenigen Sekunden. Hier ist Leute heute live aus München. Willkommen zurück. Die ZDF-Reihe Stralsund bekommt eine neue Hauptfigur, und zwar Sophie Pfennigsdorf. Sie löst Katharina Wackernagel ab und ermittelt künftig an der Seite von Alexander Held, der übrigens voll des Lobes ist für seine neue Kollegin. Für Sophie Pfennigsdorf ist es die erste Serienhauptrolle. Und wir sind morgen wieder zu sehen ab 17:45 Uhr. Leute heute im ZDF. Bis dahin. Tschüss.